Und damit auf ein neues zur neuen Folge von Let's Play Pokémon Legend Arceus. In der letzten Folge haben wir hier für das die Ruine die Tafel wiedererlangt. Und hier zweites Teammitglied gefangen, nämlich Teddy Ursa. Tja, was daraus wird, werden wir noch sehen. Aber jetzt machen wir hier erstmal weiter. Ah, du hast das Blattenfragment wirklich zurückbekommen. Gute Arbeit. Yukao sagt man oft nach, dass sie altmodisch und stur sei, aber du musst wissen, dass sie seit ihrer Jugend immer alles für den Perlklang gegeben hat. Der Tier in Hisui ihr ganzes Leben verbracht. Und dabei war ihr der Glaube an das ehrwürdige Sinn nur meine Stütze. Es ist nicht so, dass sie den Diamantclan und die Galaktik für die Sumpf verabscheut. Man könnte wohl sagen, ihre Liebe für den Perlklang dominiert einfach alles andere. Also, bitte beruhige Ursaluna. So ein in Rage geratenes Pokémon stellt eine große Gefahr dar, auch für mein Geschäft. Das wird passieren. Oh, wir haben das gar nicht geheilt. Als ob ich hier das rufen kann. Einfach zweimal das. Zack. Zack. Du schon wieder. Meine Meinung hat sich nicht geändert und das wird sie auch nicht mehr. Hast du das Blattenfragment extra für mich zurückgebracht? Warum würdest du etwas für Fremde tun? Aber wenn du so weit gehst, du möchtest Ursaluna also unbedingt beruhigen. Ja, klar. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch jemand anderen gibt, der sich so um Ursaluna sorgt. Na gut, gib mir das Plattenfragment. Fertig, nun wieder. So wie zuvor. Alles. Leben. Bis. Gib. Barrett. Anderes Leben um eines Neues. Anderes Leben um eines. Nee, das ist kein Ei. Neues und lebendiges. Erschaffen, zu erschaffen. Das Leben berührt anderes Leben, um etwas Neues und Lebendiges zu erschaffen. Wow, so ist es also. Was dort eingemeißelt steht, deutet wohl solche Begegnungen wie unsere an. Indem wir den fehlenden Teil der Sternplatte wiedergebracht hast, sind unsere beiden Leben in Berührung gekommen. Ich habe diesen Satz unzählige Male gelesen, doch nun scheine ich ihn wirklich zu verstehen. Ob auch dies eine Erweisung des ehrwürdigen Sinnes. Wie lautet dein Name? Florian. Na, würdest du mir deine Stärke leihen, um Ursaluna zu helfen? Es würde zwar umher, aber es ist nicht völlig in Rage oder von Sinn. Daher glaube ich, meine Medizin soll es wieder zur Vernunft bringen. Ich kann Pokémon einfach nicht gegeneinander kämpfen lassen. Doch für dich wird es kein Problem sein, nicht wahr? Ursaluna hätte sich gern auf dem Schlammplateau auf. Folge dorthin, wenn du bereit bist. Na klar. Ja, dann wollen wir uns jetzt aufmachen. Das ist nicht sogar ein Ort, wo wir schon waren. Ja, da hinten, ja klar. Aber hier waren wir auch noch nicht. Komme ich darüber? Das ist die richtige Richtung, stimmt. Ja, das ist die richtige Richtung. Lasst mich durch. Ich den noch ein bisschen nach oben rechts jetzt da hoch. Kommt man da nicht hoch? Jetzt. Sehr gut. Oh, das ist ein Schlupuck, das hören wir auch noch.
Nein, ich will nicht gehen, ich kämpfe, geh weg. Es verfolgt mich einfach ein anderes. Du kommst in mein Team. Also, nein, kommst du nicht, aber. Würde ich gern fangen. Okay. Was ist der Orse Angriff? Sollen wir da hoch? Ja, da hoch wäre sinnvoll. Oh, das ist auch für ein Feuer. Vorne ist die Siedlung. Warum? Oh nein. Nein, das ist okay. Sag mal, du bist doch ein Mitglied der Galaktik-Expedition, oder? Kennst du vielleicht eine Medizin, die einen von Kopfschmerzen befreien könnte? In der Galaktik-Expedition gibt es doch bestimmt jemanden, der es mir teilen könnte, das kennt. Ich bitte dich, ich finde eine Medizin. Ah, ein Jubeldorf, also. Ach, jetzt kann ich ja auch einen Teleporter. Ach, wie schön. Teleporter fallen. Ab geht's. Wo ist es? Da, da. Wir retten dich, Osaluna. Auch wenn du bald selber bei uns im Team bist. Aber gut. Ach, hier bist du. Kann ich ein bisschen kämpfen? Angriff! Angriff Schlitzer! Kraftschlitzer! Warum war das so? Nein, es flieht. Da vorne ist es. Oh, eine Verzerrung des Raumzeitgefüges, aber ich will nicht. Das ist bestimmt viel zu schwer da. So, jetzt aber. Nochmal einen krassen Schlitzer los. Oh, ist jetzt Tickle ein. Interessant. Nein, er flieht doch. Wen habe ich? Okay, dann. Was tue ich? Blöde Tasten. Was ist denn da vorne los? Krass. Da bist du ja. Saluna mag zwar aufgebracht sein, doch sein Instinkt als Reit-Pokémon ist immer noch aktiv. Oh, wenn ich eine Melodie auf meiner Elysium-Flöte spiele, zeigt es sich sofort. Nun zeig Ursaluna, wie stark du bist, aber denk daran, dass Ursaluna ein sehr wichtiges Pokémon für den Perklan ist. Es ist nicht gestattet, es zu fangen. Ich soll die einfach besiegen, oder was? Los, Schlitzer! Wow, das war ein Crit. Als ob. Oh! Das war auch ein Crit. Ja, aber nicht nett hier. Los, Knospi. Natürlich Quatsch. Wir sind jetzt erstmal hier. Teddy Ursa wieder heilen. So, und jetzt die Frage, was er macht. Okay, das ist natürlich krass.
Patronilos, du kannst das schaffen. Du bist der Einzige, der dazu in der Lage ist. Oh, Aquavelle geht auch stark. Kraft, Aquavelle. Yeah. Oh, Volltreffer. Mein Liebling aus Aluna, du musst von dem ganzen Herumtoben erschöpft sein. Gleich geht's dir besser, versprochen. Dies ist eine geheime Medizin des Perklans. Unser Wundermittel, das den Körper von Toxinen und Schadstoffen befreit. Wir nennen diese Medizin den Toxitilger. Url. Dieses Mittelchen ist extrem stark, daher können wir es nur für robuste Pokémon für aus Aluna verwenden. Ah, schau, es scheint sie endlich beruhigt zu haben. Aber seltsam ist das schon. Es hat nicht geleuchtet. Genau, von der Galaktik-Expedition seid ihr überraschend kompetent. Als du das in Rage verfallene Xanto beruhigt hast, konnte ich sogar von hier aus sehen, wie ein Licht in den Himmel emporstieg. Doch von Osaluna ging kein Licht aus, weder bei eurem Kampf noch davor. Und dann klebte noch etwas an Osalunas Körper, ich denke, es war Puder. Warum sollte dieser hin dazu von Diamantclan überhaupt mit mir über Osaluna sprechen? Ach, jetzt hätte ich fast was Wichtiges vergessen. Würdest du den Elysium-Flöte für mich spielen? Ja, klar. Aus Aluna hat sich die Melodie eingeprägt. Erdtafel. Bodenattacken. Aus Aluna ist sehr geschickt im Suchen von Schätzen, die unter der Erde vergraben liegen. Nun geh und lass deinen Expeditionsleiter wissen, was sich hier zugetragen hat. Lula. Du kannst ihn rufen und nach Schätzen graben. Sollst du Y-Druck drücken? Okay. Ja, dann machen wir das doch direkt. Ja! Ah. Altes Gedicht 9. Aha. In Fort trägt der Strom der Pokémon Gebein und gleichsam auch den Gedanken mein. Der Meer entgegengeht auf die Reise, die Welt umkreisen sie auf ihre Weise. Drum nenne mir die Zahl der Knochen, die in Fort getragen schon der Fluss und die Zahl jener, die noch gehen muss, dann stets wird auch mein Herz gebrochen. Okay. Wie sieht's bei dir mit Schwimmen aus? Du willst auch nicht schwimmen? Okay. Tasche ist voll. Krass aus. Ah, Feuerstein. Oh. Da drüben wahrscheinlich, okay. Jetzt komme ich nicht rüber. Nein! Kann da allen. Ja, machen wir noch ein bisschen Schatzjagd. Versuchen.
Hey, wo ist das denn? Ich will nicht kämpfen, geh weg. Oh nö. Lehmball. Azurglanzstirn. Lass mich, ich will nicht. Ich glaube, dir nichts zu sagen. Süßtrüffel. Massiver Auflauf von Pokémon, ja toll. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich suche nämlich eigentlich nur bestimmtes Item. Und hier um 6 komme ich. Essen, essen, essen. Jetzt aber. Da oben. Da oben. Torfblock. So, jetzt habe ich das falsch ausgewählt.
Ja, wo ist das? Was tue ich denn? Ja. Ach, hier ist das. Ein schlammähnlicher Klumpen, der getrocknet als Brandbatterie genutzt werden kann. Ah. Lieblingsstück eines bestimmt. Oh, komm mal, ja, von wem nur? Tja, wenn wir das nur wüssten. Da gehen wir jetzt hin erstmal. So, Flankbasis. So, wo ist Chefe? Da. So. Inkognito. War das etwa ein Pokémon? Irgendwie erinnert mich das an etwas, wovon mir Volo erzählt hat. Buchstaben gleichende Muster, die in den Wänden der Ruinen des Trostes gemeißelt wurden. Möglicherweise haben wir es also mit einem Pokémon zu tun, der in Gestalt verschiedene Formen nehmen kann. Lass mich dein Pokédex angucken. Und das da inkognito Notizen. In dem einen Abschnitt tauchen setzen wir Buchstaben auf. Dann hast du aus 100 auch reagiert. Weißt du was dazu? Du kommst dann während die Pokédex-Übersicht siehst, um auf deine inkognito Forschungsnotizen zuzugreifen. Entziffere die geheimnisvollen Symbole und folgende Hinweisen, um versteckte Inkognito zu finden. Die Inkognito werden hier mysteriöse Kräfte nutzen, um zu verhindern, dass du mit deinem Pokémon gegen sie kämpfen kannst. Du kannst aber versuchen, sie zu fangen. Oh. Ja, jetzt hier zeigt man ihr Bericht. Ich glaube, das ist der perfekte Zeitpunkt, um den Part hier zu beenden. Wir sollen nämlich... das war so klar. Geh schnell zum Büro des Expeditionsleiters. Das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Let's Play Pokémon Legenden Arceus gefallen. Oh, und ich schalte in der nächsten Folge wieder ein. Also nicht verpassen und Like da lassen. Nächsten Mal. Tschüss.